Egal ob Mini-Terrarien, Flaschengärten oder Wabikusa. Vollgepackt mit Pflanzen und vollgepackt mit Ideen. Fragt man sich jetzt nur, wer hat hier die besseren Ideen? Die erste Folge Beckenbattle. Aquascaping und Terrascaping-Legende Sven aka Svensson Aquascaping gegen den Potti aka Potplanter aka der mit den Pflanzen tanzt. Stellt sich jetzt nur noch die Frage, wer von den beiden richtet wohl das schönere Becken ein? Seid gespannt, lehnt euch zurück und lasst dem Kanal doch gerne mal ein Abo da. Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Beckenbattle. Beckenbattle. Der ein oder andere wird sich jetzt natürlich wundern, was ich hier mache. Ihr kennt mich ja eigentlich von einem anderen YouTube-Kanal, nämlich meinem eigenen Svens Terratorium. Aber ich habe die Ehre, ich darf hier quasi der Juror sein für das neue Format Beckenbattle. Die Spielregeln sind im Grunde ganz, ganz einfach erklärt. Es müssen halt mindestens zwei Personen sein, zwei Gläser und man muss sich dann halt überlegen, welche Produktauswahl wird man treffen. Zum Beispiel, welche Pflanzen, welches Hardscape, welches Material, sowas. In der ersten Rubrik hat sich im Grunde genommen der Potplanter überlegt, ein sogenanntes Polygonbecken zu verwenden. Jetzt ist die Frage, was ist ein Polygonbecken? Das wird jetzt an dieser Stelle einmal eingeblendet und dabei handelt es sich um ein Becken von dem lieben Botanicraft. Link übrigens zu diesem Glas gibt es unten in der Videobeschreibung und da habe ich mir gedacht, packe ich doch mal ein paar schöne Pflanzen rein und zwar von verschiedenen Moosen über Juwelorchideen und zwar richtig schöne. Eine sogenannte Hygrophila pinnatifida, eines der schönsten Pflänzchen, wenn ihr mich fragt, für die Anwendung im Glas. Hardscape-mäßig seht ihr gleich auch in der nächsten Rubrik und zwar eine riesengroße Wurzel, die eine Höhle imitieren soll. Und als Soil habe ich mir da einfach mal so ein Standardding überlegt plus einen Weg aus Sand. Wie das Ganze geworden ist, wie gesagt, jetzt gleich in der zweiten Rubrik. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat sich mein Rivale, der Sven, überlegt? Und zwar? Ja, entschieden habe ich mich für ein Terrarium-Kit von Shihiros. Klassisches Weißglasbecken, schlicht gehalten, inklusive Beleuchtung, Standfuß und allem, was das Herz begehrt. Ja, pflanzentechnisch habe ich mich für Juwelorchideen entschieden, verschiedene Moose und die ein oder andere kleine Überraschung. Jetzt haben wir wahrscheinlich euch schon wieder verwirrt, aber wir haben uns nicht vertan. Der andere Kollege heißt auch Sven. Und wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie, nämlich das Layout. Ja, im Grunde genommen, Layout ist vielleicht ein bisschen schwierig ausgedrückt. Ich meine damit, was hat man sich dabei gedacht? Ne, welche hat man versucht, eine Landschaft nachzuahmen? Hat man versucht, ein kleines Biotop nachzuahmen? Was ist der Gedanke quasi hinter dem Ganzen? Und da hat sich der Potplanter jetzt wieder gedacht, dass ich einen kleinen Dschungel imitiere in meinem Gläschen und zwar so, dass eine Höhle existiert, wo ein kleiner Weg aus Sand von vorne von dem Glas bis hinten in die Höhle reicht. Und da dachte ich mir dann, in einem Dschungel gehört auch vielleicht so ein bisschen rankende Pflanzen. Das bedeutet, ich habe mich dafür entschieden, oben auf dem Höhleneingang Moose und andere Pflanzen drauf zu klatschen, damit die vielleicht, wenn alles gut läuft, runterranken, runterwachsen, sodass dieser Höhleneingang auch entsprechend schön dschungelmäßig dargestellt wird. Links und rechts habe ich mir dann auch so eine kleine Begrünung überlegt, sodass ich da auch so ein bisschen Moos reingepackt habe, so in der Hoffnung, dass das vielleicht auch so ein bisschen buschiger wächst, genau wie im Dschungel, da hat man ja auch immer sehr viel, ich sag jetzt mal Buschlandschaft, unter den Baumkronen beispielsweise und im Hintergrund dachte ich mir dann, wächst dann der Dschungel so richtig schön empor mit richtig schönen Pflanzen und da habe ich mich für die eben genannte Hygrophila pinnatifida entschieden und ob das so richtig funktioniert hat, also ich sag mal, vor ein paar Monaten sah es noch nicht so gut aus, aber wie das Ganze jetzt gleich aussehen wird, und zwar 6 Monate später, seht ihr, wenn der Sven seine Ideen hier präsentiert. Und der ist nämlich genau jetzt dran. Also meine Idee ist es gewesen, die Rückwand mit Moos zu bewachsen und zusätzlich vorne eine Wurzel auch wieder mit Moos aufzubinden, in der Hoffnung, dass es irgendwann richtig schön dschungelartig zuwächst und so ein Stück weit die Natur imitiert. Als Bodendecker habe ich mir auch Moos ausgesucht, damit es halt dem Dschungel bzw. dem Wald sehr ähnlich kommt. Ich bin allerdings gespannt, ob es mit der Rückwand überhaupt was wird nach der ganzen Matscherei. Und ganz zum Schluss habe ich die Hoffnung, dass alles richtig schön zu einem dicken, ordentlichen Dschungel zusammenwächst. Wir schauen mal, ob das auch alles so in Erfüllung gegangen ist, wie Sie es sich vorstellen. Ja, also was mir natürlich sofort auffällt, auch wenn ich jetzt anhand der Beschreibung natürlich schon genau weiß, welches Becken von wem ist, aber ich hätte das auch ohne Beschreibung, hätte ich euch sagen können.
Weil man sieht ganz genau, wenn man sich beide Becken im Vergleich anguckt, welches Becken von wem ist, weil, ich sag mal, das Becken hier finde ich unglaublich, ja, wie soll man sagen, verspielt. Ne? Alleine das Becken an sich ist ja schon eine Wucht. Ich meine, das kann doch keiner bezahlen, oder? So ein Becken zu kleben, ist ja der absolute Wahnsinn. Und genau dasselbe, was das Becken irgendwie so für mich widerspiegelt, finden wir auch im Becken. Weil das Ganze hier ist, ja, ich würde sagen, sehr verspielt, sehr viele unterschiedliche Pflanzen. Dieses Konzept mit dem, beim Aquascaping sagt man ja eigentlich der goldene Schnitt, ne? Mit dem Sandweg in die Höhle rein, die vielen kleinen süßen Pflänzchen, die da verteilt sind. Also das ist wirklich ein kleiner Dschungel. Ne? Finde ich total schön. Ein kleines Manko. Die Hygrophilia pinnatifida, ist das richtig ausgesprochen? Ja. Die hier oben. Das ist eine wunderschöne Pflanze. Aber die finde ich leider ein bisschen zu hoch wachsend für das Becken. Also die müsste man quasi ständig zurechtschneiden, damit die wirklich wie kleine Bäumchen. Die sieht da ein bisschen reingeknörzelt aus. Aber ansonsten vom Layout auch, ne, von der Höhle, von den Wurzeln mit den Drachenfelsen zusammen. Also mir gefällt es mega gut. Sieht klasse aus. Hat er gut gemacht, der Potplanter. Dann kommen wir aber zum nächsten Becken, quasi von meinem Namensvetter. Ja, und hier finde ich, sehen wir absolut den Unterschied, quasi Gegenteil. Ne? Das hat jetzt nicht hier der Pflanzenfreak gemacht, sondern das hat der typische Aquascaper. Ne? Alleine das Becken an sich finde ich wunderschön. Das ist genau mein Geschmack, dieses geradlinige, nicht verschnörkelte, ne, dieses unverspielte. Und auch da passt der Inhalt wieder optimal zum Becken. Weil wir haben hier gar nicht viel Schnickschnack, wir haben die bepflanzte Rückwand da hinten, die mit dem Moos richtig toll zugewachsen ist. Wir haben keine Pflanze oder kaum eine Pflanze am Boden tatsächlich, bis auf natürlich das Moos, sondern alles auf diesem epiphytischen Ast hier. Also sehr klares, sehr geradliniges Becken. Ist eine ganz, ganz andere Kategorie, eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Ich finde ein bisschen moderner. Das ist aber natürlich die Schwierigkeit dabei, dass ich natürlich meinen persönlichen Geschmack natürlich auch mit einfließen lassen würde. Aber beide Becken an sich sind so unterschiedlich, wenn ich versuche, meinen persönlichen Geschmack da jetzt rauszunehmen, nur anhand von dem, gestaltungstechnischen, würde ich sagen, wir haben hier ein Unentschieden. Beide finde ich einfach wirklich, wirklich schön. Ne? Jetzt natürlich noch die Frage, was die Jungs denn selber zu ihren Becken sagen, ob die sich so entwickelt haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, anderer Sven. Ja. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, gedacht habe ich mir, wie gesagt, dschungelmäßig, dass es so ziemlich natürlich rüberkommt. Ja. Was man auch dazu sagen muss, wir haben nicht einmal drin geschnitten oder drin rumgewerkelt. Das Einzige, was wir regelmäßig gemacht haben, die Scheiben sauber gemacht. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür hat sich wirklich super entwickelt. Auf jeden Fall. Ist es denn genau so geworden, wie du dir das vorgestellt hast? Oder würdest du sagen, wenn du das Becken jetzt nochmal aufbauen würdest, würdest du eine Kleinigkeit verändern? Ich würde es tatsächlich genauso machen. Genauso? Ja. Okay. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Ja. Vielleicht hier an der Seite noch irgendwas, was ein bisschen hoch wächst. Meine Idee wäre jetzt tatsächlich, wenn man das abdecken würde, damit die Feuchtigkeit da drinnen konstant bleibt, meinst du nicht, dann wäre eventuell hier oben auch noch bis an den letzten Rand auch noch saftig grün? Ja. Ja. Ne? Sieht zwar nicht so schön aus im Regal, aber ich sag mal, das ist ja Leiden auf absolut hohem Niveau. Ich finde, es ist wunderschön geworden, auf jeden Fall. Danke. Ne? Wunderbar. Kann ich nicht meckern. Ja, dann kommen wir mal zu deinem schönen Schmuckstück hier. Ich muss direkt von vornherein mal fragen, das ist doch absolut handmade, oder? Ja, das ist komplett handmade tatsächlich. Und zwar ist das von Botanicraft, hatte ich glaube ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist komplett, also du kannst es dir quasi sogar, du kannst ihm sagen, pass auf, ich stelle mir das und das Becken vor und dann kriegst du das. Okay. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber hat halt wirklich Stil. Ich zeige dir mal hier zum Beispiel mit dem Nüppel, ne, kannst du das Becken hier, weil du siehst, du siehst ja hier nirgendwo irgendwie einen Eingang, aber mit dem hier, ne, kannst du es dann quasi neben liegen lassen. Ja, krass. Okay. Das wirkt halt wirklich cool. Ist, wie gesagt, hochpreisiger. Solche Becken hier in der Größe kosten dann über 100 Euro auf jeden Fall. Bist du dabei. Finde ich aber absolut gerechtfertigt. Ich meine, da muss ja auch irgendwie alles zusammenpassen. Ne? Ich meine, so ein Ding zu entwerfen, Wahnsinn. Ja. Ne? Aber wie ich finde, hast du den Inhalt auch genau passend zu diesem verspielten Becken auch, umgesetzt. Ne? Genau, ein bisschen, ich sag jetzt mal chaotisch, dschungelmäßig. Alles so ein bisschen kreuz und quer. Und genau so habe ich es mir auch überlegt, wie gesagt, mit dem Weg, der so in die Höhle reinführt. Dass es dann
von oben von der Höhle so ein bisschen nach unten wächst, so lianenartig, halt wie im Dschungel, wie man sich so bei Dschungelbuch vorstellt. Ja. Hier oben dann auch nochmal die Anubia, genau, ja, hier an der Seite, die dann hier so ein bisschen runter, ein bisschen zur Seite wächst, damit man nochmal so ein bisschen dreidimensionale Optik hat. Übrigens an dieser Stelle muss ich noch eine Sache sagen, da werde ich gleich ganz genau drauf zurückkommen, denn es gibt nämlich hier noch eine ganz wichtige Sache für euch, die ich gleich mitteilen werde. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter hier auf das Becken ein. Genauso wie an der Seite mit dem grünen Moosteppich, der das Ganze dann so irgendwie abpolstert, ne? So ein bisschen diesen Akzent setzt und den Mittelpunkt dann irgendwie oder den Schwerpunkt dann auf die Mitte setzt mit dem Weg. Ja, ja. Also es ist ganz, ganz anders als das Becken vorher vom Sven. Bei dem Becken vorher war ja so weniger ist mehr. Das ist so ganz clean und das ist hier komplett verspielt. Also ich finde beide Konzepte fantastisch umgesetzt. Aber auch nicht miteinander vergleichbar. Ne, also einmal minimalistisch, hoch 30.000, ne, wirklich. Genau. Cleanes Becken und hier wirklich so maximal verspielt. Genau. Dschungel, jetzt muss man natürlich auch sagen, hatten wir auch schon erwähnt, hier wurde noch nie drin geschnitten, Leute, ne. Das muss man auch berücksichtigen. Hier wächst halt wirklich alles so, wie die Pflanze wachsen wollte. Und ich werde jetzt auch nochmal einen Schnitt da wahrscheinlich gleich vornehmen. Und wie das Ganze dann aussieht, wenn es dann auch geschnitten und sauber ist, könnt ihr dann auch auf Instagram sehen. Ja, und aber ich finde beide Becken auch mega cool, so wie du das gesagt hast. Ja, dann würde ich aber sagen, kommen wir mal zum finalen Resümee. Jupp. Wenn du Bock hast, bei diesem Ding hier auch mal mitzumachen, dann kannst du das auf jeden Fall mal schreiben. Aber jetzt nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Und zwar haben wir ja jetzt alle Becken gesehen. Zwei. Alle zwei. Genau. Und jetzt ist wirklich die abschließende Frage. Welches ist denn jetzt das schönste Becken, lieber Sven? Ich finde, da beide Becken wirklich hervorragend umgesetzt sind und ich finde sie beide toll, aber so unterschiedlich vom Stil her, finde ich die einfach nicht vergleichbar. Mhm. Also es wäre nicht fair, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das Becken schöner, weil mir der Stil besser gefällt, weil beide halt einen vollkommen unterschiedlichen Stil verfolgen. Also ich würde wirklich sagen, schreibt in die Kommentare, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, geht mir ähnlich, glaube dir auch. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, sind wir mal gespannt, welches ihr schöner fand. Und wenn du jetzt Bock hast auf diesen ganzen Contents-Gedönse hier mit Becken, mit Terraristik, mit Aqua bzw. Terrascaping, dann schau dir mal diese Videos an, denn da in dieser Playlist haben wir nämlich genau solche Videos schon mal gedreht und hier unten gibt es auch nochmal was Schönes. Euch lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Hatte ich jetzt gerade ein Video vom Kopf? Ja, immer noch. Schön.